Schönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zum neuen Video. Oh, ich bin aufpassen, Kini. Ich laufe so ein bisschen bergunter. Ist auch ein bisschen eisig. Und das ist, was ich morgens mache, denn heute ist Dienstag früh und ich bin noch nicht draußen. Warum bin ich noch nicht draußen? Das liegt im Prinzip an der Werkstatt. Oder sagen wir mal an unserem Organisator. Der hat mir gesagt, die kommt Montag, aber die hatten mir ja schon beim Abgeben. Oh, jetzt muss ich gerade aufpassen hier. Hat nicht gefroren die Nacht, aber es ist halt noch der Bodenfrost hier drin. Und ich mache hier so ein bisschen meinen Morgenspaziergang durch die Wildnis. Nicht Wildnis, aber zumindest durch einen schönen Park hier, der unmittelbar dicht, ziemlich dicht, bei mir zu Hause ist. Und hier kann man, wie gesagt, schön hier so kommen, in der Morgens. Da kann man ein bisschen genießen, versteht ihr? Ja, mein Truck ist nämlich noch nicht fertig und ich muss jetzt mal gleich mein Dispatch Bescheid sagen, dass das noch nicht so der Fall sein wird, heute noch nicht. Ich denke mal morgen. Vielleicht fahre ich morgen raus. Schauen wir mal, mein Lieben. Ist ja eh eine kurze Woche. Ich denke mal, das Material oder sagen wir das Equipment muss schon gemacht werden, dass das auch vernünftig funktioniert. Das ist so. Ja. Ja, ich werde noch ein bisschen weiterlaufen und wir sehen uns später wieder. Ist hier vielleicht ja 5-6 Minuten von zu Hause weg. Und da hinten, wenn er guckt, da hinten, wo es so ein bisschen hell ist, sei die Sonne auf. Hinter den Bergen. So. Also. Dann sag ich mal bis später. Wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Wir wollen mal anhängen. Ich muss anhängen. Wollen wir hübsch anhängen. Damit ihr seht, was wir machen, mache ich euch jetzt mal fest, es regnet zwar ein bisschen, aber es sollte normalerweise funktionieren. Tag, Tag, meine Herrschaften. So, ich muss mich, oh, ich habe mich gerade hier A angebracht und muss gleich noch B anhängen. Ich wollte ja, aber wir konnten nicht. Wir wollten ja rausfahren auf die Hütte, leider hat es nicht geklappt. Nicht von der Hütte her, sondern die Hütte hat schon gesagt, ja, wo seid ihr? Aber wir konnten leider nicht, weil meine Gabi hat es ein bisschen weggehauen, war krank. Und sie wollte ja, wie gesagt, zur
so eine Dance-Show nach Toronto und da haben wir sie dann wieder fit gemacht, sozusagen, für die Woche und für Dienstag. Morgen, ja, manchmal ist es halt so, ne? Da hätte er jetzt auf der Hütte wahrscheinlich die Hunde gebracht. Und ich hatte sowieso eigentlich, wollte ich machen, wenn ich zurück bin, weil ich wusste, dass ich Dienstag auch noch zu Hause bin. Weil ich es ja immer so kenne, von wenn du was für einen Truck machen lässt, in der Werkstatt bist, dann bist du meistens Dienstag auch noch zu Hause. Ja, also jeden Tag länger meistens. Manchmal so ja eine ganze Woche, aber jeden Tag ist eigentlich immer, dass du länger zu Hause bist. So, wir haben eine Weight Station ahead. Mal sehen, ob die uns wollen, aber ich glaube nicht. Ich bin ja leer. Jedenfalls hat es nicht geklappt, schade, aber es war trotzdem schön. Draußen gewesen, auch mal am Wasser gewesen, am Wald gewesen. Also es ist ja alles, es ist ja nicht so, dass wir nichts haben. Wir haben ja 5 Minuten da gestern in dem Park, das ist ja gerade mal 5 Minuten von zu Hause weg und da kann man schon ruckzuck mal abschalten. Aber ich konnte viele Dinge erledigen, Schreibkram und was ich noch machen musste hier für die Firma, musste ich noch 2-3 Sachen glatt drücken. Dann war ich beim Service New Brunswick und. Also ein paar Dinge, die man auch mal erledigen muss. Jetzt bin ich aber frei. Wir haben schon das Wochenende geplant, wo wir dann wieder auf die Hütte fahren wollen. Das ist Mai, April. Jetzt wird wieder geackert und fertig aus. Und die Wochenenden aber trotzdem. Denn jetzt können wir auch mal wieder schön an den See fahren. Auch nicht am Strand, am Atlantikstrand. Und jetzt kannst du da auch wieder langläufen. Die waren im Winter auch mal 2-3 Mal da, aber das ist... das ist windig, sage ich euch. Und dann ist auch, wenn du da bist, dann wisst ihr nicht, wo du laufen sollst, weil Schnee und so weiter und so fort, dann läuft sich nicht so gut da. Weil du nicht weißt, wo das Wasser steht und ist das mal ein bisschen ungünstig. Aber naja. Habe ich jetzt die Waystation eigentlich schon hinter mir? Ah, nee, da kommt sie. Da ist sie. Salisbury. Ja, wie gesagt, ich fahre jetzt schön nach St. John und Ladung in Walworth, weil ich ja leer bin. Weil wenn man so zur Inspection muss, dann ist das ja auch mal so, dass die Trailer dann leer sind. Oder leer sein müssen, verständlicherweise. Die können ja keine vollgeladenen Trailer da hin und her hucken. Da fragen sie so, wo die Macke haben. Aber jetzt zeige ich den Spann wieder zusammen und kann erstmal wieder arbeiten. Truck ist hoch, hat eine Inspektion weg und Ölwechsel weg. Und jetzt können wir erstmal arbeiten. Das ist auch schön. Wollen wir hoffen, dass es ist soweit. Wie gesagt, ich habe immer noch die Tires, wo ich sage, nicht so schön, aber wie gesagt, sage ich. Das ist okay. Man hat den komischen Bremsjäger. So, meine lieben Freunde, ich mache jetzt nach St. John und wir sehen uns später. Ihr seht, Winter hat sich hier ausgewintert. Überall natürlich Wasser jetzt, klar. Die Schneeschmelze hat begonnen. Oder sagen wir mal, ist schon hier fast vorbei eigentlich. Die kleinen Rinnsäle von Flüssen sind größer natürlich. Mal sehen, wollen wir den ersten Trail machen wieder am Fundy. Das wird sicherlich fun jetzt. So, wir sehen uns später wieder. Also, bis dahin. Ein Prosit auf den Donnerstag. Donnerstagmorgen in Quebec City. Südlich von Quebec City. Und zwar Richtung US Main Border. Ziemlich dicht dran werden wir dort heute abladen. In Saint-Benoît-Labrée. Ich würde jetzt aussprechen Deutsch Saint-Benoît-Labrée. Aber gut, es ist Frankreich. Es ist Quebec. Es ist ein Baumarkt. Es ist ein klassischer
Baumärkchen irgendwo in der Pampa, im Süden, in den Appalachen natürlich auch, weil der merkt natürlich schon wieder, dass ich in die Gebirgskette wieder reinrausche. Es geht wieder berghoch, meine Geschwindigkeit lässt wieder nach und der Blick wird auch sehr hügelig hier. Man kann sehr viele Berge sehen. Also ich bin wieder zurück, fahre wieder Richtung Appalachen. Das ist eine riesige Kette, wenn du siehst, wie die sich durchs Land zieht, auch durch die USA. Ist schon beeindruckend. Ja, ich habe meine Gipskarton, die bauen die Firma. Ja, was macht die Firma? Die Firma macht im Prinzip, das ist auch wieder so ein Ding, das heißt eigentlich, die heißen schon Titan, aber die haben ihren eigenen Namen noch. Und die bauen so, ja, Apartments und so weiter und so fort. Und da brauchen sie natürlich das Material durchaus ein wenig mehr. Und deswegen liefern wir wieder mal da was hin. Es ist so ein bisschen rechts, links, oben, quer. Da eine LTE, da eine LTE. Jetzt muss man natürlich immer wieder aufpassen hier in Quebec, wie das aussieht mit den Straßen. Aber es sieht ganz gut aus. Ich habe mir das gestern Abend noch angeguckt. Ich bin wann er gestanden, Lokalzeit war 8:30, glaube ich, war nicht so spät. New Brunswick Zeit 9:30. Da war ich auf dem Truckstop, den kannte ich. Den kannte ich, aber ich wusste nicht mehr genau. Und erst als ich da angekommen bin, habe ich gesagt, ja, das ist so, es ist so Local-Ding. Ja, man muss da auch ein bisschen Glück haben. Local ist halt immer so, dass du viele Trailer dort hast, die da abgestellt sind und wo eigentlich ja, Parkplätze wären. Aber ich habe, es war eigentlich für meine Länge hier, die ich habe, war noch ein Platz frei und den habe ich gut genutzt und fertig aus. Ja, weil hinten war ein bisschen blockiert, ich hätte mit Mühe und Not, ja, wenn ich mir noch richtig wieder Stress gemacht hätte, aber wir willen das um 8:30. Und dann bin ich da vorne stehen geblieben. Habe aber super geschlafen, muss ich sagen. Es hat keiner geeidelt, es war auch nicht wirklich Eidelwetter, weil plus 4 Grad in der Nacht. Da brauchst du eigentlich gar nichts, da brauchst du weder eine Heizung, noch musst du da irgendwie eilen. Ich hatte jetzt den Internal Comfort an, aber ich stelle da eh schon relativ kühl ein. So, jetzt noch nicht angesprungen, also konnte ich schön durchheiern und bin heute Morgen gut gelaunt aufgewacht. Frühzeitig natürlich, weil ich will um 7 Uhr beim Kunden sein. Meine Dispatch steht, dass ich ab 7 Uhr kann. Und will man, vielleicht kriegt man eine kurze Ladung nach Quebec zum Ausliefern, Freitag oder so, und rausche zurück und bin Samstag früh da, oder aber ich kriege irgendwo eine Rückladung, das kann auch sein. Wir sind ja auch schon, fahren ja ein bisschen weiter auch für Rückladung, möglicherweise, aber das kann ich jetzt noch nicht sagen, das weiß ich nicht. So, jetzt haben wir wieder die PKWs. Berge haben die aber auch hier, mein lieber Freund, du. Muss ich mich jetzt nicht durchquälen heute. Aber das ist so. Ist aber sehr schön hier, muss ich sagen, in diesem Hinterland, im Quebecer Hinterland, ist es eigentlich immer sehr, sehr schön. Hier hast du die Berge natürlich. Wurde manchmal schon im Winter könnte ich es mir durchaus interessant vorstellen hier. Gerade wenn Schnee ist, da kannst du ja auch nicht so gewisse die Engine Brake nur im Schwachen laufen lassen und dann voll Gewicht. Das ist schon interessant hier. Gut, das hat jetzt natürlich damit zu tun, dass man, ich denke mal, du kannst im Winter direkt bis St. George fahren und dann über die Brücke. Es geht immer um diesen Wasserbereich hier, weil die kannst du halt nicht überall crossen. Und von daher muss man ab und zu mal hier in der Zeit vom März bis Mai ein bisschen durch die Wälder eiern, aber das sieht ja sehr schön aus und wir haben ja wunderschönes Wetter heute. Die Sonne scheint und die Straßen sind trocken.
Wir haben leider hier nur 1 Grad plus in den Bergen, aber und dementsprechend hält sich natürlich der Schnee hier wacker. Zumindest noch im Wald, aber ansonsten die sind manchmal, die Berge sind so eine kurzen, harten Schläge, also da geht's dann hoch und dann stehst du quasi. Bist du runter auf 20. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. See the moon side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Butter bei die Fische. Wo willst du hier über Nacht stehen? Verstehst du? Manchmal findest du ja Platz. Es ist hier so einfach, wenn du hier stehst, dann wird sie ja hier hin, aber. Das wird sicherlich gehen irgendwie, aber. Ich weiß nicht, wo, an der Seite hier kennst du, aber. Willst du auch aufpassen, dass du nicht. Maul kriegst. ACM, ne? Drüben könnte man stehen, das wäre wohl möglich. Ja, aber wie gesagt, das ist so eine Sache hier, weißt du? Aber hier kannst du sicherlich, hier findest du Platz. Und ich denke mal, hier so gehen Tor. Hier, sag du, geh dir sauer, wenn du hier stehst. Nachher, wenn du hier Tor 7 haben sie da. Door number 7. Aber
gut, ich sag mal, wer will denn hier stehen? Das ist die Frage. Das ist ja die andere Frage, verstehst du? So, Door 7. Fahren wir mal so ein bisschen mittig. So, hier haben wir Door 11. Du kannst ja nichts lesen, weil... Ah, 7 ist der. Dann muss ich da vorne hinfahren. Okay. Ich muss ja irgendwo meinen Tab zusammenlegen. Haben die eine. Bleib immer hier stehen. So, bis hierher soll ich. Na gut. Alles klar, dann bleiben wir mal hier im Wald stehen und aber hier habe ich wenigstens Platz, um meine Tabs zu machen. Das ist okay. Also, umziehen, ab dafür. Bis später.